Ihr möchtet euch einen elektronischen Schließzylinder kaufen, dann solltet ihr euch vor dem Kauf unbedingt dieses Video anschauen, damit ihr am Ende kein böses Erwachen habt. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Sicherheitstechnik Cordus. Mein Name ist Dirk Cordus. Wir wollen heute ein herstellerunabhängiges Video machen. Und zwar geht es darum, was musst du vor dem Kauf eines elektronischen Schließzylinders beachten? Wer der Meinung ist, ich kaufe einen elektronischen Schließzylinder und der passt in jede Tür, der irrt sich. Und hin und wieder sind elektronische Zylinder kundenspezifische Ware. Und damit es dann mit dem Umtausch kein Problem gibt, dafür habe ich dieses Video für euch gemacht. Von was reden wir überhaupt? Wir haben auf dem Markt derzeit herstellerunabhängig verschiedene elektronische Schließzylinder. Ob von Uhlmann und Zacher, Iseo, Simons, Voss, FH, völlig egal, Abus, ich habe jetzt hier nicht alle aufgeführt, das soll also keine Wertigkeit sein, soll also nur zeigen, wir reden über einen Schließzylinder, der außen einen Drehknauf hat, innen einen Drehknauf hat und mit einem Medium, ob Transponder oder Telefon, geschlossen wird. Und genau, es geht um diese Bauform. Das bedeutet also, eure Tür muss für diese Bauform geeignet sein. Und dazu muss er einige Punkte erfüllen und diese Punkte gehe ich mit euch jetzt im Video hier durch. Ich greife schon mal vorne weg, für Kunden, die den Kauf des ASSA ABLOY eClick oder Click Go favorisieren, können sich hier relativ entspannt zurücklehnen, weil für die wird kaum ein Grund zutreffen, dass dieses System nicht zum Einsatz kommt. Ihr seht also schon den Unterschied der Bauform, kann auch über den Kauf des Systems entscheiden. Deswegen nicht von vornherein sagen, das und das System wird's, weil dann passt es am Ende nicht. Und das möchte ich vermeiden. So, fangen wir also bei Punkt 1 an. Dazu meine Tür. Mechanischer Zylinder wird aus der Tür ausgebaut. Und dann seht ihr, wenn ihr diese Art von Tür habt, dann haben wir schon mal einen ganz großen Pluspunkt. Das heißt, wir reden von einer Euro-Profil-Zylinderlochung. Für alle Kunden aus der Schweiz, ihr habt Schweizer Maße, ihr könnt das 1:1 mit auf dieses Video münzen. Ihr müsst nur dran denken, dass ihr einen Schweizer Zylinder kauft, in Schweizer Ausführung, sofern ihr habt, mit 22 mm Rundlochung und nicht den Euro-Profil aus Deutschland nehmt. Aber jetzt der Reihe nach als allererstes. Was solltet ihr prüfen? Punkt 1. Hat meine Tür einen Ziehschutz? Und da rede ich hier von dem Beschlag. Diese Tür hat keinen Ziehschutz. Ich blende euch aber wie immer ein, wie so ein Ziehschutz aussieht. So ein Ziehschutz kann mehrere Ausführungen haben. Zum Ersten kann es ein kompletter Ziehschutz, also einen Bohr- und Ziehschutz geben. Und zum Zweiten einen reinen Gehäuse-Ziehschutz. Diese beiden Ziehschütze unterscheiden schon mal, welches System kann zum Einsatz kommen, denn nicht jedes System ist mit einem Ziehschutz kompatibel. Habt ihr einen Beschlag mit Bohr- und Ziehschutz und wollt diesen nicht ändern, dann seid ihr nicht in der Lage, einen herkömmlichen Doppelknaufzylinder zu verwenden, sondern ihr müsst auf so ein System zurück. Stellvertretend jetzt hier der ASSA Click Go, es würde auch noch der Iseo F9000 gehen. Viele werden jetzt sagen, es würde auch der Winkhaus gehen. Nein, wenn ihr an dem Beschlag nichts ändert, würde der Winkhaus Blue Smart zum Beispiel oder Blue Compact nicht funktionieren, weil wir müssen an der Tür was ändern. Okay, ihr habt den ersten Punkt für euch entschieden, ihr ändert den Beschlag oder ihr habt einfach nur ein Loch in der Tür und wollt trotzdem noch weitermachen. Dann könnt ihr damit auch weitermachen. Wir müssen dann nur bei dem System bedenken, gerade beim Gehäuseziehschutz, dass der Zylinder einen von außen abnehmbaren Knauf hat, weil die Montage erfolgt dann logischerweise von innen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn wir den Beschlag nicht, also wenn wir den Knauf nicht abnehmen können, dann wird die Montage von innen nicht funktionieren, sondern logischerweise, es muss dann so rein. Und dann wird der Knauf von außen wieder aufgesetzt. Ja? So, das nur am Rande. Das kümmern wir uns später drum. So, wie geht's weiter? Das zweite an der ganzen Geschichte ist das sogenannte Dornmaß. Jetzt brauche ich doch meinen Beschlag nochmal. Das Dornmaß ist der Abstand von eurer Tür
also nicht in dem Fall hier, wie man sonst das Dornmaß misst. Dornmaß ist vielleicht die falsche Bezeichnung hier. Abstandsmaß. Also sprich, von eurer Mitte Zylinder bis zum bis zur Zarge, also bis zum Türrahmen. Dieser Abstand, ich zeige es euch auch noch mal als Bild, der muss mehr als 35 mm sein. Warum? Der Zylinder sitzt ja in der Tür drin, ihr macht die Tür auf, die Tür geht ja nicht gerade nach hinten, sondern sie schwenkt ja aus. Und wenn jetzt hier der Türrahmen ist und ihr habt einen Abstand, sagen wir mal, von 20 mm, dann wird der Knauf an dem Türrahmen nicht vorbeikommen. Da kann dann noch helfen, ein System mit einem besonders kleinen Knauf, wie zum Beispiel der Simons Voss. Der hat, wenn man sich das mal im Verhältnis anschaut, einen sehr, sehr, sehr kleinen Knauf. Das bedeutet, wo der nicht vorbeikommt, egal ob das System Simons und Voss Mobile Key oder 360, wo der nicht vorbeikommt, kommt kein anderer Knaufzylinder vorbei. Haben wir also den zweiten Punkt schon, also den Abstand des Ganzen und woran man natürlich auch mitdenken sollte, aber das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Es gibt Türen, die haben ein Glaselement. Und jetzt stellt euch bitte vor, ihr habt einen normalen Zylinder eingebaut. Dann ist es natürlich so, dass man die Glasscheibe einschlagen könnte, greift durch und schließt logischerweise auf. Das gibt Türen mit Glaselement in der Tür oder daneben. Hier kann zum Beispiel ein Hybridzylinder helfen. Zum Beispiel, das ist ein Hybridzylinder, innen kein Knauf, sondern ein Schlüssel und außen mit elektronischer Abfrage. Oder als Beispiel zum Beispiel hier der Simons & Voss Zylinder, der ist zum Beispiel im Standardausführung immer beidseitig freidrehend. Bedeutet, schlage ich die Scheibe ein, das ist die Innenseite, ich will aufdrehen, ihr seht, ich kriege die Schließnase hier nicht zum Drehen. Betrifft übrigens die Art von Zylinder natürlich genauso, weil den muss ich dann natürlich ohne Knauf machen. Bei der letzten Frage mit dem Knauf, mit dem Drehknauf dran, fragen mich die Kunden immer, ach Mensch, wie mache ich es? Hier mal ganz einfach Hand aufs Herz. Versicherungstechnisch sollte man das im Zweifelsfall mit seiner Versicherung besprechen. Hat man eine Alarmanlage, kriege ich ja trotzdem mit, wenn die Tür aufgemacht ist. Bei mir zum Beispiel gibt es immer wieder Kunden, wo sich das gar nicht vermeiden lässt. Aber sprecht diesen Fall bitte explizit und einzeln mit uns ab. Wenn ihr diese alle Punkte geprüft habt, Ziehschutz, Abstand zum Türrahmen, Glaselement, dann habt ihr gute Karten und ihr die alle mit Ja beantworten könnt, dann habt ihr alles gute Karten, um diese Zylinder auch erfolgreich verbauen zu können. Es gibt noch ein paar Besonderheiten wie Freilauf, Getriebestangenschlösser und so weiter und so fort. Auf die gehe ich jetzt nicht ein, da würde den Rahmen sprengen, weil das mit dem eigentlichen technischen Verbau nichts zu tun hat. Ich habe das Ganze für euch natürlich, damit ihr das jetzt hier nicht im Video, was hat er erzählt und so schnell, und habe ich das ganz in Ruhe auf einer Webseite zusammengefasst. Da könnt ihr Punkt für Punkt nochmal durchgehen und dort sind auch die Systeme nochmal aufgeführt und könnt dort ein ganz entspanntes nochmal nachkontrollieren. Das findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich möchte mit dem Video verhindern, dass ihr ein System kauft, wollt es verbauen, seid enttäuscht, dass es nicht geht, hin und her Schickerei, dann gibt es mit Widerrufprobleme, weil es kundenspezifisch war. Das möchte ich euch die erste Kaufenttäuschung ersparen. Deswegen an der Stelle bitte beherzigt dieses Video. Ich hoffe, es gucken einige an. Und ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr das Ganze entsprechend liked, unserem Kanal folgt, damit wir letztendlich wissen, die Videos kommen bei euch an und ihr interessiert euch für die Themen. Und zum Abschluss, bevor ich tschüss sage, dürft ihr uns auch immer gerne anschreiben und natürlich neue Themen oder Dinge auf uns aufmerksam machen. Oder ich habe das und das Produkt gesehen, habt ihr da schon Erfahrung? Das würde mir total helfen. Ich bin am Ende, das war's, also mit dem Video. Wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video und wie immer, danke fürs Zuschauen und vor allen Dingen bleibt gesund.